Freunde. Und herzlich willkommen beim Infinity Drake Server. Du von musst da. Drago? Nein, von Feed Beast Infinity. Ja, Feed Beast Infinity. Also, wir haben hier. Ja, es ist ein bisschen schwer, als wir gedacht haben. Wir haben einen Server aufgemacht für das eben für das Feed Beast Infinity Modpack. Und hier dürft ihr ja, bauen, Rollenspiel machen. Sachen entdecken, Mods, ja, einfach Sachen, die halt mit diesem Modpack zu tun haben. Und da könnt ihr Sachen, so wie zum Beispiel hier, der Novolem gebaut hat, machen. Wo bist du? Da unten. Ach da. Ja. Ja. Und ich habe jetzt zum Beispiel hier unten angefangen, halt ein bisschen mit dem Survival Mode. Und das Wichtigste ist einfach, dass wir modern bauen. Wir können schon ein bisschen etwas ähnlich zu Rollen, also zu Fantasy oder Mittelalter machen, aber hauptsächlich eben modern. Und sonst ist es eigentlich alles frei. Wir machen natürlich auch Rollenspiele und es dürfen auch gerne Let's Player hier Let's Playen. Ich und Novolem werden Let's Playen und ja, würden uns freuen, wenn andere auch mitmachen könnten. Und eben im Rollenspiel könnte man dann auch so richtige Geheimorganisationen machen und halt auch böse Sachen. Man muss es halt einfach mit den anderen besprechen, die wir angreifen. Und so können wir eigentlich eine richtige Story machen, auch im Let's Play Projekt. Ja. So, wir gehen kurz runter zum Spawn. Zum Spawn. Hier haben wir mal ganz klein angefangen und sobald dann viele Mitspieler kommen, machen wir den dann größer natürlich. Und ja, der Hauptowner ist der Novolem. Ich bin der technische Owner. Ich werde, wenn es irgendwie Probleme gibt und so, oder das umgestellt werden muss oder Welten gelöscht werden muss von Mistcraft, werde ich das übernehmen. Der Novolem, der ist sehr fasziniert von diesem Modpack und er wird natürlich oft auf dem Server sein. Ich halt nicht so, weil ich sehr viel Let's Playe und ja, mich auch um einen anderen Server kümmere, um einen Valina-Server. Und ja, eben einen modernen Server mit richtig viel Freiheit, viele Welten können wir aufmachen und so gut wie lagfrei, also lagfrei ist es auch. Ich werde die RAM natürlich noch erhöhen und anpassen. Slots werden auch erhöht, sobald sie natürlich relativ oft voll sind. Und ich stecke im Treibsand fest. Ja, ich auch. Also, leider hat sich jetzt hier noch nicht so viel getan. Können wir noch nicht so viel vorstellen, aber ja, ich denke, das war's. Oder hast du noch irgendwas, Novolem? Nachdenken. Ach ja, nochmal für welche, die Admins werden sollten und im Game Mode gehen können. Bitte nicht die dritte Seite öffnen. Unter gar keinen Umständen. Ja, das ist wahrscheinlich ein Fehler von einem der Mods. Oder, ja, etwas Ähnliches. Also, ich weiß nicht, ob alle Server-User, Server-Owner und so etwas das Problem haben. Aber, ja, der Server neu startet einfach dann und es gibt keine Fehlermeldung, nichts. Ja, also wie ihr seht, haben wir sehr warme Biome hier, aber es gibt in der Nähe, glaube ich, in dieser Richtung, wo der Sumpf ist, gibt es noch recht gemäßigere Zonen. Aber ich finde es schön, dass es hier einen Vulkan und ein Mesobiom gibt. Ja, ich freue mich drauf. Und du auch wahrscheinlich. Nee, gar nicht. Nein. Okay, also, dankeschön, dass wir, ja, dass ihr diese Serververstellung mal angeschaut haben. Professionellere gibt es dann später. Jetzt, das ist nun mal jetzt zur Info. Wir haben auch ein Forum, das ist unten verlinkt, in dem Video, in der Videobeschreibung. Und dort wird auch besser ein bisschen erklärt, was das so ist, für wen es ist. Und Anmeldung.
Könnt ihr über Novolems E-Mail-Adresse machen. Die werde ich in meine Beschreibung schreiben. Na, und ich auch. Oder auch verlinken. Und ja, also, das war's. Dann Dankeschön fürs würde Zuschauen. ich auch noch mal sagen, einen schönen Tag an euch und tschüss. Tschüss.